Assalamu alaikum, meine Freundinnen und Freunde. Wir werden für unser Volk kämpfen, aber mit friedlichen Mitteln, hat uns eine uigurische Aktivistin geschrieben. Und dafür gibt es viele Möglichkeiten. Gemeinsam haben wir Uigurinnen und Uiguren gezeigt, dass sie nicht alleine sind. Und wir haben mehr Menschen auf das Thema aufmerksam gemacht. Es hat sich schon einiges verändert. Vor einem Jahr wussten die wenigsten Menschen in Deutschland oder Österreich, dass es die Uiguren überhaupt gibt. Mittlerweile haben alle großen Medien über ihre Situation berichtet. In den letzten Wochen gab es in mehreren Städten Demonstrationen. Einige wurden von Jugendlichen selbst organisiert. Danke an allen, die mitgeholfen haben. Die Demonstrationen werden noch größer werden, inshallah. Große Veränderungen beginnen immer unten. Solange unschuldige Menschen im Lager festgehalten werden, werden wir nicht schweigen, bis jeder weiß, was mit den Uiguren passiert und die Welt endlich handelt. Wir vergessen euch nicht. Jamal al-Khatib.